Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück quasi zur Reihe hier, Pretentious Game und so. Mal gucken wollen, wie weit wir damit heute kommen und erstmal feststellen, Harry Weinfurt lebt noch, denn ich habe gerade Werbung tatsächlich vorher von Harry Weinfurt und mit Harry Weinfurt gesehen. Ich glaube, es war für ihn eine Reifenfirma, aber damit sind die Witze für heute auf jeden Fall schon mal außen vor und fertig und abgehakt, weil wir werden heute wieder Once a Bride. Oh, sie war mal eine Braut. Oh, das ist diesmal... Diesmal ist das aus der Geschichte von ihr da, nachdem wir beim letzten Mal quasi das Leben und das Ende der männlichen Person, sag ich mal, quasi erlebt haben. Sie erinnert sich an die Hochzeit und wollte mit ihm sein, für immer. Oh nein, also sie war mal eine Braut, aber konnte nie eine Ehefrau sein. Oh, wie traurig. Das Graue ist bestimmt jetzt, oh nein, das Graue ist bestimmt der Grabstein. During our marriage I discovered many hidden things. Also während unserer Hochzeit habe ich ganz viele versteckte Dinge entdeckt. Aha. Meinst du? Wer hat den versteckt? Hat der Mann versteckt? Hat der Mann vor ihr versteckt? Müssen wir hier durch? Wir müssen hier durch. Und es ist bestimmt sein Geist. I find myself chasing the man I'm supposed to spend the rest of my life with. Also ich erwische mich selbst dabei, wie ich dem Mann hinterherrenne, mit dem ich eigentlich den Rest meines Lebens verbringen sollte. Oder der Mann jagt dich in dem Fall, was aber auch... Also in Anbetracht der Tatsache, dass er nicht mehr da ist, nicht weniger gruselig ist eigentlich. I said open the door. It took you time. Ich hab gesagt, du sollst die Tür öffnen, aber du hast quasi noch Zeit gebraucht. Oh, jetzt wäre sie aber fast in den Abgrund gesprungen. Aber das wirkt ja jetzt schon fast... Ist das schlimm, wenn das andere pinke Ding stirbt? Oh nein! Oh nein, ich möchte nicht, dass Leute sterben. Wer war das andere pinke Ding? Das war bestimmt irgendwie die Tochter oder sowas. Das ist ja schlimm. Also wer macht denn sowas? Warte mal, hier, bitteschön. Also es ist ein bisschen... Das ist dann jetzt... Das erste war so ein bisschen mehr Storytelling, also sehr, sehr, das ist jetzt auch Storytelling, aber sehr viel mehr Fokus auf eben dieses. Und das hat dann jetzt mehr ein bisschen ausgeprägtere Puzzle, habe ich das Gefühl. Use Mouse. I will stop you this time, confront you and get the truth. Diesmal halte ich dich auf, werde dich konfrontieren und dann bekomme ich die Wahrheit aus dir raus. Was soll ich denn mit der Maus machen? Wie, use Mouth. Mouth nutzen wir auch meistens. Ja, danke. Aber Moment, ich muss den festhalten. Wenn ich den jetzt hier so anklicke und festhalte, dann bewegt er sich nicht. Das ist eine ziemlich komische Message eigentlich gerade. Sie hat ihn jetzt quasi festgehalten und die Wahrheit aus ihm rausgeschüttelt quasi. We have separated ways after I found out you were cheating. Also wir haben uns getrennt, Jahre quasi, nachdem ich rausgefunden habe, dass du mich betrogen hast. Das macht man aber auch nicht, mein kleiner Freund. Also, so viel Ehre sollte man dann schon noch so gerade eben in sich spüren. Wie kriegen wir das jetzt hier am besten gebacken? Kann ich sie jetzt irgendwie... Nein. Nein. Oh nein, warum würde sie das tun? Pass mal auf, wir machen das jetzt so. Und dann habe ich jetzt ganz viel Zeit. Da muss ich nur quasi, wenn sie runterfällt, kann ich dann noch? Ich kann dann noch, okay. Also, aber warum würde man dann... Also, ich meine, gut, sie fühlt sich aber trotzdem dann noch so hingezogen, was traurig ist. You are now living with another woman. Jetzt lebst du mit einer anderen Frau zusammen. Oh, wie traurig ist das denn? Aber das ist ja dann wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich nicht die Fortsetzung der Story, die wir beim ersten Mal hatten. And I found out you now have two children. Ich habe herausgefunden, dass du jetzt zwei Kinder hast. Vielleicht ist der fremdgegangen oder so, weil er unbedingt Kinder haben wollte und sie nicht konnte oder so. Nein, I was once a mistress. And I always will be. Oh nein. Musst du gerade mal nachgucken. Ich glaube, damit ist gemeint, dass man eine Geliebte ist. Mistress dachte ich eigentlich immer so als Chefin oder Herrin eines Hauses sozusagen. Aber ich glaube, die meinen eher so eine Geliebte, sowas in die Richtung. Only one can have you, but that doesn't mean the first one will. Nur eine kann dich haben, das heißt aber nicht, dass die erste dich kriegen wird. Oh nein, ich muss die jetzt runterschubsen. Nein. Oh nein, muss ich jetzt wieder irgendwen festhalten? Ich kann sie nicht festhalten und ich kann sie auch nicht festhalten. Was denn dann ich machen? Auch wenn sie stirbt, ist egal. Nein, das ist ja grausam. I can only have you when she's gone. Ich kann dich nur haben, wenn sie nicht da ist. Nein, das ist jetzt die Geschichte aus der Perspektive der Geliebten von ihm, von der Affäre. Der hat eine Affäre. Das war erst aus der Sicht von seiner Frau und jetzt aus der Sicht seiner Affäre. Oh nein. Das heißt, ich muss im Prinzip, denn ist immer, erst haben wir ja aus der Sicht der Rosanen gespielt und jetzt spielen wir mal aus Sicht der Pinken. Das heißt, ich muss jetzt dann gerade, obwohl wir gerade versucht haben, noch die Rosane dahin zu bekommen, müssen wir dann jetzt die Rosane loswerden, damit die Pinke... Nein, wie schrecklich ist das denn? I would never step on her just to get to you. Also ich würde dir quasi nie auf den Schlips treten wollen oder über Leichen gehen, nur um dich zu bekommen. Nein. Muss ich die trotzdem jetzt hier runterschmeißen? Ich muss die trotzdem hier runterschmeißen. Beziehungsweise, da steht nicht I would never, da steht ich würde. Oh nein. Das ist... Nee, nicht cool. Jetzt kann ich jetzt nochmal springen. Ich muss mir quasi einen Double Jump bauen.
Oh, wie traurig ist das denn? I stand on your words and promises. Oh nein, was muss ich tun? Moment. Aber ich kann jetzt hier drüber laufen. Es ist lustig, wie die dann im Prinzip, und sehr, sehr interessant auch, und sehr, sehr passend irgendwie, wie die dann diese ganzen, ich sag jetzt mal Redensarten, dann auf einmal verbildlichen irgendwie. Das ist Wahnsinn. And I have ignored others, including my best friend. Ich habe andere ignoriert, meinen besten Freund eingeschlossen. Oh nein, sie hat selbst einen Mann und bringt den jetzt um. Sie schmeißt ihn aus ihrem Leben raus, nur um zu ihrem Lover da zu kommen. Oh nein, ey, das ist ja grausam. Also ich finde das sehr interessant, es gehören immer drei Seiten dazu. Ich denke mir das auch häufiger, aber was ist, wenn man irgendwie so eine Affäre hat und weiß, der Mann hat eigentlich noch eine Frau? Da weiß man selbst die ganze Zeit, da ist schon noch irgendwer, zumindest irgendeine andere Person, die er in dem Fall so sehr geliebt hat, dass er zumindest mal geheiratet hat. Das fühlt sich doch für die Affäre dann auch nicht gut an. Das stelle ich mir von der anderen Seite auch nicht so viel einfacher vor, ehrlich gesagt. Our love was meant to hurt others. Unsere Liebe war quasi dazu gemacht, anderen Leuten weh zu tun. Ja. Die beiden jetzt quasi, soll ich denn jetzt umbringen? Das ist ja fantastisch. Aber, Moment. Oh nein, jetzt muss ich die beiden dann jetzt quasi in die Flammen bringen. Oh, wie traurig ist das? Das ist fürchterlich. Ohne Witz, das ist fürchterlich. Das ist so simpel und man würde denken, dass das nicht so schwer ist, sozusagen mit menschlichem Verstand das irgendwie hinzukriegen. Aber manchmal, keine Ahnung, manchmal ist es wahrscheinlich wirklich einfach so, dass man Sachen gegen den Verstand macht, einfach weil man dann irgendwas für einen Menschen empfindet, was man vielleicht nie hätte empfinden sollen. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, wirklich mich da rein zu versetzen. Muss ich die beiden jetzt noch umbringen? Das reicht so nicht. Ich weiß, dass es schlecht ist, aber ich hatte für mich jetzt schon das Bedürfnis, da hinzukommen. Moment, stopp. Ich hatte jetzt für mich schon das Bedürfnis, da hinzukommen. Einfach, keine Ahnung, ich habe so viel Aufwand betrieben und vielleicht fühlt sich dann das aus Sicht von zwei so Lovern auch so an. Ich habe so viel Aufwand betrieben, um das eine zu bekommen. Dann möchte ich es jetzt auch haben. Irgendwie. Society will push me away from you. Also die Gesellschaft drückt mich jedes Mal von dir weg. Ja. Ja, das ist wahr. Aber was kann ich jetzt dagegen tun, dass die Society das tut? Also, Moment, vielleicht kann ich hier rumgehen. Vielleicht, oh, wir gehen dann hinten rum. Wir gehen tatsächlich hinten rum. Wir gehen hinten rum, um trotzdem zu unserem Lover zu kommen. Aber es ist traurig, wirklich. I was once a player. Ich war mal ein Player. Also quasi wahrscheinlich ein Pimp. Und das ist jetzt aus Sicht von ihm. And this is my karma. Ich bewege mich, oh, yeah, yeah. Okay, ich bewege mich sehr, sehr schnell durch meine Welt. Okay, verstehe. Das ist so interessant aufgebaut, dass jetzt wirklich alle drei Perspektiven da mal reinkommen. Weil das ist ja auch wichtig. Es gehören ja nur wirklich drei dazu. Das ist ja nicht nur irgendwie so ein dummer Spruch, da ist ja was dran. Der bewegt sich, diesem Ungelogen, der bewegt sich bestimmt dreimal so schnell wie die beiden anderen Charaktere. Ich möchte gerne das schaffen, dankeschön. Ist das jetzt dauernd so? Alter, I try to challenge myself. Also ich versuche mich selbst permanent herauszufordern. Oh toll. Ja, fantastisch. Oh Gott, nein, die Controls sind verdreht. Ja, Wahnsinn. Das ist eine tolle Herausforderung. Die würde ich auch noch gerne machen. Du liebe Zeit. Das wird schwierig. Also im Prinzip drücke ich jetzt nach rechts, um zu springen und nach unten, um nach rechts zu gehen. Und nach links, um nach oben, um nach links zu gehen. Also sehr, sehr, sehr fantastisch. Moment. Ah, okay, Moment. Jetzt muss ich nach unten drücken. Moment, wo muss ich jetzt hindrücken? Nach unten und dann. Nein! geh darüber. Dankeschön. Okay, oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das sind so Sachen. Das hat Secret of Mana hat das auch teilweise gemacht. Da konnte es sein, dass seine Controls mal verdreht sind und so. Ich hab das immer gehasst, weil ich damit nie klargekommen bin. I was a thief who stole many women's heart. Ich war ein Dieb, der die Herzen vieler Frauen geklaut hat. Tja. Ja, letztlich, es wirkt dann jetzt schon fast so, als würde er sich damit auch schlecht fühlen. Was muss ich denn tun? Oh, jetzt kommt da bestimmt oben einer runtergefallen, wenn ich nach links drücke oder so. Oder was geschieht? Es geschieht gar nichts. Ja, Moment. Jetzt bin ich hier oben drauf irgendwo. Bringt mich aber auch nicht weiter. Kann ich hier jetzt hochklettern? Ich kann jetzt hier hochklettern. Oh. Oh, hinterrücks. Ja, hinterrücks. Jetzt kann ich hier quasi nach rechts gehen, oder? Ich habe da gerade Funkensprühen gesehen. War das so gedacht? Ich kann es mir schwer vorstellen. I was lost in my delusions of grandeur. Was auch immer grandeur ist. Also ich war quasi verloren in meinen eigenen Illusionen. Oh, shit. Ich sehe mich nicht. Nein. Ja? Können wir damit aufhören? Das ist schlimm jetzt gerade für mich. Okay, jetzt muss er nur unter und runterfallen und ich bin raus. Oh, das machen wir bitte nicht nochmal. Das war grausam. And this is how I view the world. Das ist die Welt aus seinen Augen. Er ist großartig und riesig und alles andere ist quasi klein. Und vor allem ist es sehr, sehr zentrisch. Also er sieht quasi nur das in seiner näheren Umgebung. Das ist so interessant, wie die das wirklich dargestellt haben. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist ganz, ganz simple stilistische Mittel.
Aber die so überzeugend dargestellt sind, das beeindruckt mich wirklich zutiefst. Das beeindruckt mich wirklich zutiefst, dass sie das... Jeder weiß genau, okay, ja, jeder weiß genau, was gemeint ist, aber es sind ein paar Vierecke. Es ist nichts mehr als ein paar Vierecke. Das ist verrückt. Wirklich. Da sieht man mal, was man mit so ein bisschen Kreativität so hinkriegen kann. Die Frage ist natürlich nur, was muss ich jetzt tun? Bin ich hier richtig? Ich habe keine verdammte Ahnung. Wenn ich das richtig sehe, muss ich dann von dem Ding jetzt auf den nächsten springen und von hier dann hier runter. Nee, auch nicht. Moment. Shit, aber da wäre es gewesen. Vielleicht dann die andere Seite runterfallen. Mr. Egozentrik-Typ, Mr. Ego-Trip, Mr. Wichtig, Tic-Tac-Toe. Wer hätte gedacht, dass wir jemals Tic-Tac-Toe hier erleben würden? So, jetzt haben wir das Gott sei Dank noch geschafft. Das sind die Spiele, die uns zu Tic-Tac-Toe bringen, Alter. Es läuft. Then I met you. Oh, during and after our wedding, I stood... Das ist die erste Frau. I stood still as I fall in and out of love. Oh nein. Ich kann aber gerade nichts bewegen. Ich könnte... Ah, oh. Und dann kommt sie zu ihm gerutscht. Oh, oh, oh. Oh, die Unscheiß, die Bilder, die so darstellen, sind echt so niedlich. I found another woman. Oh nein, er hat eine andere Frau gefunden, nachdem er geheiratet hat. Nein, warum denn? I found you miserable. Oh nein, er hat eine andere Frau gefunden und dann hat er sie vorgefunden, wie es ihr richtig, richtig dreckig geht. Oh nein. Und sie ist alleine mit den Kindern. Nee, Moment. And alone. Und er stellt sie jetzt zwischen die beiden und sie steht alleine auf dem anderen Ding. Und so fühlt sich das, so fügt sich die beiden, fügen sich die beiden Stories da zusammen. The nights after I became drunk, I couldn't control myself. Also die Nächte, nachdem ich mich besoffen habe, konnte ich mich selbst nicht mehr habe ich mich selbst nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich merke, ja. Das ist grausam. Die Controls wechseln quasi stetig die Richtung. Und das ist grausam. Also quasi, wenn das hellgrau ist, ist es normal. Und wenn es dunkel. Dunkelgrau ist es verdreht. Ich warte jetzt einfach, bis es hellgrau ist. Ist mir jetzt scheißegal. Ich nehme jetzt einfach die Zeit. I felt immeasurable guilt. Ich habe unmessbare quasi Schuldgefühle gehabt. Unendliche Schuldgefühle. But I drove anyway. Also ich bin trotzdem gefahren. Und das ist dann wahrscheinlich jetzt das Ende. Und so oder so schließt sich dann der Kreis. Und deswegen ist er gestorben. Der hat ihn umgebracht von dem. Nein! Twice you have lost your loved one because of me. Nein! Those that go searching for love only manifest their own loneliness, loveless mess. Die Leute, die nach Liebe suchen, die manifestieren oder festigen nur ihr eigenes liebloses Chaos. And the loveless never find love, only the loving find love. Nein! And they never have to seek for it. Die haben niemals danach so, nein. Und sie steht jetzt quasi da vor ihm, vor dem Gefängnis. Und ich gehe sie jetzt besuchen. Mit ihren Kindern. Oh. Oh, nein. Das ist ja grausam. Was jetzt mal ohne Scheiß, dieser Mensch. Wenn irgendein Mensch das erlebt und so viele Schuldgefühle, der weiß ja, dass er es falsch gemacht hat. Wie kann ein Mensch mit solchen Schuldgefühlen leben überhaupt? Wie schafft es ein Mensch, dem ins Gefängnis zu packen, das hilft dem, das macht die Sache wahrscheinlich noch viel schlimmer, und zwar nicht, weil er gefangen ist und nicht raus kann, sondern unter anderem auch, weil er einfach nicht vor seinen Gedanken fliehen kann. Der hat ja nichts anderes mehr in diesen grauen vier Wänden in der Zelle. Kann nicht mehr davor fliehen. Er wird den Rest seines Lebens, oder zumindest vor allem den... Boah, das ist mies, ehrlich, das ist richtig mies. Und vor allem dann am Ende noch den Story-Knoten zurückzubinden, quasi zu der Story aus den ersten beiden Spielen. Das war schwierig. Weil, heilige Scheiße, weil das ist... Boah, ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich will wirklich nicht wissen, wie sich das anfühlt. Er war ja selbst im Prinzip schwach. Er weiß selbst, dass er Mist gebaut hat. Er hat ja gesagt, dass er Schuldgefühle hatte. Er weiß, dass er Scheiße gebaut hat, aber er kann es trotzdem irgendwie... Keine Ahnung, er kann sich trotzdem scheinbar nicht so sehr unter Kontrolle halten, dass er schafft, das nicht weiter zu tun. Oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht reinversetzen, aber das, ohne Scheiß, das tat beim Zugucken schon weh. Das, boah, wie unglücklich ein Mensch sein muss. Und vor allem auch, wie unglücklich die Menschen sein müssen, deren Leben er so dann quasi ja selbst auch noch, boah, beeinflusst hat, negativ beeinflusst hat. Das ist, boah, das tut echt richtig weh, ohne Scheiß. Das war sehr tief Einblicke gewährend quasi, aber boah, das war echt schwierig, jetzt gerade gegen Ende für mich. Meine Damen und Herren, dafür bitte erstmal den Like-Button kaputt streicheln heute. Meine Damen und Herren, in den Kommentaren, wenn irgendwer Hilfe braucht, wir sind da. Was halten wir von dieser Story?
Und wie wird das noch weitergehen? Da gibt es noch mehr Teile von. Also zumindest noch einen vierten habe ich noch gesehen. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Doch offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video, liebe Leute. Tschüss.